So, wir können soweit. Ja. So, das Menorah Greens Margat? Genau, das Menorah Greens Margat. Habe ich das richtig ausgesprochen? Okay, ja. Alles klar. Ja, grün ist es, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren, ne? Guten Morgen, René. Guten Morgen. Grüß dich. Ne? Ja, du bist entspannt heute Morgen. Ja, na guck mal, bei dem Wetter, was wir am Wochenende hatten. Du, ich habe ja auch schon die Saison zum Saisonstart. Ja, freut mich. Hallo, Leute. Das Wetter war wirklich das erste Mal richtig Radfahrwetter. Wir hatten es auch gepostet bei uns auf der Facebook-Seite. Ne? Cool. Und richtig, richtig cool. Ja, wir starten jetzt in die Saison und ich glaube, da können wir auch gleich beginnen. Wir haben euch, wie schon gerade eben erzählt, das Vinora Greens mal mitgebracht, auch mal einfach zu zeigen. Wir starten in die neue Saison rein und ja, ein geiles Rad. Ich hoffe, dass es für unsere Zuschauer auch schön zu sehen ist. Wir haben auch hier noch eine Kamera. Was für eine geile Farbe. Also ein British Racing Green. Wir kannten das schon von anderen Rädern. Ich erwähne es ja immer gerne. Die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut, weil sie auch sehr dezent rüberkommt und trotzdem noch einen schönen Touch hat. Und es ist elegant. Es ist elegant. Ich möchte sagen, zwei Sachen, die mir gleich mal auffallen. Guck mal hier vorne. Da hat es hier richtig schön im Retro-Look. Genau. Gibt es hier vorne dieses, wie soll man sagen, Markenschild? Ne? Genau, so das Logo, das Brand-Logo vorne im Steuerrohr drin ist natürlich sowieso, ich denke mal, ganz schick gemacht. Was mir aber wirklich aufgefällt, gleich das ganze Rad, wenn wir schon hier vorne sind. Ne? Wir haben hier vorne einen schönen LED-Scheinwerfer drauf, wir haben eine Federgabel zum Blockieren mit dran. Ah, wir haben okay. für unsere Fahr- und Radfahrfreunde auch eine hydraulische Bremse mit drauf, wie schon gewohnt. Aber lass mich noch mal ganz kurz zum Design zurückkommen. Guck mal hier vorne, diese schönen gezogenen Linien da nach oben hin. Auch gefällt mir sehr, sehr gut. Ein klassisches Schwalbe-Rad, ne? Reifen. Genau, Schwalbe-Reifen vorne mit einem Pannenschutz drin. Der ist schon serienmäßig mit verbaut. Echt cool. Finde ich ganz cool. Ja, und jetzt gehen wir gleich weiter. Wir haben ein Bosch-Betriebssystem, also das große, schöne Display, auch abnehmbar oder festmontiert. Ah, warte mal, kann ich das allein? Kriege ich das allein hin? Na klar. Hinten ist ein kleiner Clip dran. Ja, okay. Und dann kannst du es eigentlich relativ simpel abmachen. Und dann darfst du es auch direkt gleich einschalten. So, dann einschalten tue ich es hier. Da gucken wir gleich mal, was passiert. Okay. Genau. Wie gewohnt bei uns 20% ne, in der Halte, aber natürlich, also schöne Haptik, du kannst drüben am Taster, so, wenn du mal zu ihr seht gar nicht, ihr seht gerade, wie spitz es ist. Genau, kannst du hier schön durchschalten, also das ist wie gewohnt eine sehr, sehr angenehme Haptik. Da weiß ich immer, wie spitz es ist gerade, wenn ich Fahrrad fahre. Ja, du hast praktisch. Hier die Infotaste, hast ja sowieso mehrere Möglichkeiten, ich, also auch durchzuschalten. Was ich auch mal erwähnenswert finde, wir haben hier die schöne 5-Gang-Knechtesnabenschaltung draufgebaut. Für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, die ist schon angepasst auch an den Motor, also für die Drehmomente zum Aufnehmen. Ja, großer Akku, in dem Fall groß ist relativ. Ne? Wir haben jetzt einen Intube verbaut, 500 Wattstunden. Genau, also Reichweite ist jetzt hier in dem Fall auch wieder um die 100 Kilometer, je nachdem, welche Werte man da hernimmt oder zumindest welchen Modus man fährt. Den gäbe es noch in der Größe, wenn genau baugleich nochmal größer? Oder? Nee, das sind wir von der Bau oder von der Bauform des Rahmens sind wir da ein bisschen eingegrenzt. In dem Fall sind es 500 Wattstunden. Sollte Bosch einen Akku in einer, ich sag mal, größeren Kapazität mit derselben Einbaugröße. Okay, das meinte ich, das wollte ich gerade wissen. Okay, also das heißt 500 Watt ist zurzeit für diese Größe, für diese Platz ist es so die Obergrenze, aber für, okay. Aber ich könnte rein theoretisch mir noch einen zweiten bestellen, wenn ich das wollte, wenn man es wollte. Definitiv. Ne? Wir haben schon mal ein ähnliches Rad vorgestellt aus dem Hause Menorah. Das ist das Sinus Eco R8. Ja. Vielleicht entsinnst du dich, wir können es auch noch mal im verlinken, nächsten Video ja. genau mit verlinken. Grundsätzlich da ist möglich, mit 625 Wattstunden den Akku zu fahren. Da ist das Fach. Die Fläche einfach größer, genau. Da war so ein Adapter oben größer. Drauf oder so. Genau, okay, alles klar. Ja. So, dann haben wir hier die Ladebuchse. Genau, das kann geladen werden, sowie als auch, also im eingebauten oder im ausgebauten Zustand. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm, gerade für die Kunden, die wir hier bedienen. Die haben vor Ort meistens auch die Möglichkeit, das Rad in der Garage zu laden. Dort ist es ja wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, was? Bosch Performance Line? Bosch Performance Line, der Volker hat es vor uns schon ganz gut erkannt. In der Serienversion sonst eigentlich eher untypisch, aber mit dem Bosch Performance Line, wir haben es ja schon angesprochen mit der Narbe, die ordentlich Drehmoment auch aufnehmen kann, haben wir jetzt hier 75 Minuten Drehmoment grundsätzlich anliegen. Was das heißt, was ist der Unterschied zwischen Performance Line und anderen Bosch? Also wir haben den höchsten Motor aktuell, wenn man das als Serienmotor nehmen kann, das ist der CX-Motor, da sind wir bei 85 Minuten Drehmoment und dann geht es in 10er Schritt
Schritten quasi nach unten. Also ja, das heißt, wir haben mit dem Performance Line quasi den zweithöchsten Motor mit 75 okay, cool, Newton Drehmoment. Ja. Und dann kommen die Active Line Modelle mit dem Plus und mit dem Active Line Normal. Okay, so, dann haben wir dein Ragtime Gepäckträger, sieht da gut aus. Wieder ja, eine schöne Geschichte. Schön und clean. Eingebaut hinten. Das genau, Licht, das kennen wir schon, also auch aus von anderen Herstellern. Die haben das auch so gebaut, dass das Rücklicht schön mit hinten drin sitzt. Sieht gut aus. Wir haben ein Bäckerschloss mit serienmäßig angebracht. Ja. Das Rad soll kosten im Serienbereich 3.300 und schießt mich nicht fest, 50 Euro, glaube ich, waren es ungefähr. Aber wir haben für euch auf jeden Fall was vor und ja. Gefällt mir sehr gutes Rad. Also es finde ich ein schönes, klassisches Rad, was ich jetzt sofort mitnehmen würde. Genau. Und ja, machen würde. Das ist auf jeden Fall unsere Intention gewesen. Wir haben das Rad vorgestellt bekommen. Es war einfach auch ein schöner Knaller jetzt. Moment, Rücktritt hat es nicht, ne? Es hat einen Rücktritt. Ah, hat sogar einen Rücktritt. Wow. Das ist die Geschichte, die wir eigentlich hier am meisten mit bedienen im City-Segment, wo die Damen oder ja. Auch in dem der, Fall der Herr Rücktritt ja, gerne haben möchte. Genau. Ja, ich habe gerne einen Rücktritt. So ja, aus. Super, gefällt mir. Ja, ja. Vielleicht noch erwähnenswert, gefederte Sattelstütze, das ui, ist immer warte mal, noch mal drauf, so ein on top. Ne? Also wir haben jetzt hier, die Sattelstütze okay, ist relativ weit runtergestellt, aber für die Kunden zeigen wir es nochmal. Ne? Also wir haben hier okay, eine ordentliche Eigendämpfung, wobei wir aber auch da nochmal flexibel sind, können wir mit dem Kunden auch drüber reden. Ne? Kann man auch theoretisch normales genau, ungefähr da drauf machen, je nachdem, was man möchte. Oder was, also es wird ein geiles Angebot von ja, uns geben für dieses Rad. Also gerne bei uns auch oder schreibt in die Kommentare ja, rein, in die Links. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Muss ich gleich mal benießen, ja? Ist nur Heuschnupfen bei mir? Okay. Ja, solange das funktioniert, gerne. Kommt ja, und meldet euch und in der großen Radwelt, in Markkleeberg, an der Endstelle der Elf und in der Trigalerie. Genau. Kommt einfach vorbei und könnt Probefahren machen. Gleich gibt es noch Räder. Schaut einfach bei uns wieder regelmäßig vorbei. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss.